Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsing, mein Name, aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich möchte Ihnen wieder einen neuen Lichtblick präsentieren. Sie wissen, Lichtblicke ist unsere Serie, in der wir Ihnen Studienergebnisse oder neue Konzepte präsentieren, von denen wir glauben, dass sie von großem Nutzen für die gerontopsychiatrische Versorgung oder überhaupt für das Leben im Alter sein können. Dieser Lichtblick, den ich heute präsentiere, basiert auf einer Studie, die auch in einem Open Access Journal erschienen ist, und zwar eine britische Studie, in der man sich angeschaut hat, inwieweit unter Umständen alleine zu leben im Alter, mit alleine ist wirklich gemeint, als einzelne Person in einem Haushalt, in einem Privathaushalt zu leben, also inwieweit das als Umstand Einfluss auf die Entwicklung ihrer kognitiven Fähigkeiten hat. Also ob ihre kognitiven Fähigkeiten dadurch stärker abnehmen, als wenn sie andere Wohnformen hier im Vergleich, insbesondere das im Alter mit anderen zusammenleben. Nicht in einer Organisation, einer Einrichtung, sondern auch dort in einem Privathaushalt. Und ich denke, das ist ganz spannend. Also schauen wir uns das einmal an. Die Menschen werden immer älter, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Die Familien werden kleiner, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann allein leben, ziemlich hoch. Und dazu kommt natürlich noch, dass mit zunehmendem Alter es so ist, dass Freunde, Bekannte und natürlich auch Partner und Partnerinnen sterben, sodass die Wahrscheinlichkeit immer höher ist, wenn sie in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen bleiben wollen, dass sie irgendwann allein dort leben. Was bedeutet das? Die Gefahr, sie laufen natürlich Gefahr, dass sie nicht mehr genügend soziale Kontakte haben. Und auch wenn wir keine eindeutige Datenlage haben, ist sozusagen eine ziemlich strenge Assoziation festzustellen zwischen sozialer Isolation von Menschen und kognitiven Abbau. Das war im Übrigen auch überhaupt der Anlass für diese Studie. Also ohne ausreichende sozialen Kontakte droht natürlich die soziale Isolation. Gründe dafür habe ich Ihnen gerade genannt. Da gründet Vereinsamkeit oder das Gefühl von Einsamkeit und natürlich weniger soziale Teilhabe, weniger soziale Netzwerke. So, kommen wir zur Studie. Diese britischen Forscher haben sich also Studien schon vorhandene Daten angeschaut aus den Jahren 2011 bis 2015, wo man eine Gruppe älterer gebildet hat und sie zu innerhalb von, also einmal eine Baseline-Untersuchung gemacht hat. Das heißt, man hat einmal geschaut, wie ist jetzt der Status, und zwar wie ist der Status, was die soziale Isolation angeht, wie ist der Status, was das Gefühl von Einsamkeit angeht, wie ist der Status, was die kognitiven Fähigkeiten angeht und so weiter, und hat nach 2 Jahren wieder nachgemessen und hat geschaut, hat sich etwas verändert. Jetzt wollten diese Forscher aber wissen, gibt es einen Unterschied wirklich zwischen allein lebenden Menschen und alten Menschen, die nicht allein in einem Privathaushalt, aber mit anderen, also mit der Familie beispielsweise oder mit einem Partner leben. Und diese Daten sind miteinander verglichen worden. Wir müssen und wir haben dann geguckt, gibt es einen Unterschied, was zum Beispiel auf die Entstehung kognitiver Schwierigkeiten Auswirkungen hat. Vorweg, ausgeschlossen wurden aus der Studie alle Leute, die schon kognitive Schwierigkeiten hatten oder sogar eine Demenz hatten, Menschen, die eine Depression hatten, weil wir wissen, dass das zusammenspielt und so weiter. Das heißt, weitestgehend gesunde ältere Menschen hat man sich angeschaut. Zu den Ergebnissen. Also, die Ergebnisse. Die Ergebnisse waren, Alleinlebende, das ist nicht überraschend, haben weniger Familienkontakt, Kontakt zu Familienangehörigen, als diejenigen, die mit anderen zusammenleben, häufig mit der Familie ja sogar zusammenleben. Das überrascht zunächst erstmal nicht. Wir haben aber auch festgestellt, die Forscher haben festgestellt, dass Alleinlebende eben sozial nicht weniger oder stärker isoliert sind als Menschen, die mit anderen zusammenleben. Ja, Alleinlebende sind nicht mehr von Freunden isoliert als andere. Ganz im Gegenteil, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die sich häufig ganz besondere Mühe geben. Man hat nämlich auch festgestellt, dass Alleinlebende hinsichtlich der Aufnahme und der Pflege sozialer Kontakte sogar engagierter sind als Menschen, die mit anderen zusammenleben. Denn die müssen ja, denen bleibt ja nichts anderes übrig für ihr Wohlbefinden. Ja, sind da sogar engagierter. Und man hat festgestellt, dass
zumindest innerhalb dieser 2 Jahre, die sich angeschaut worden sind, es keinen stärkeren kognitiven Abbau bei Alleinlebenden gab im Vergleich zu denen, die mit anderen zusammenleben. Nochmals, hier wurden alle Menschen, die sozusagen in institutionellen Wohnformen waren, die nahmen an dieser Studie nicht teil. Das heißt aber auch nichts anderes, als dass offenbar Alleinlebende kein größeres Risiko haben, kognitiv abzubauen. Das ist doch schon mal ein Lichtblick, ja? Aber trotzdem gibt es ja offenbar einen Zusammenhang zwischen sozialer Isolation und kognitivem Abbau. Und genau das scheint es zu sein. Es scheint eben die soziale Isolation zu sein. Ja, sie sind, wenn sie allein leben, häufiger von ihrer Familie getrennt und leiden auch unter Einsamkeit bezüglich ihrer Familie. Aber die gute Nachricht ist die, wenn sie sich weiter um Freundschaften kümmern, weiter um Teilhabe kümmern, und das tun offenbar viele Alleinlebende, wie die Studie deutlich sagt, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass sie kognitiv abbauen, zumindest auf diese Frist, die wir uns hier angeschaut haben, 2 Jahre in dieser Studie, nicht größer als bei Menschen, die mit anderen zusammenleben. Offenbar ist dieses Alleinleben so, dass es uns herausfordert, herauszugehen und auf andere zuzugehen. Also, was sagt uns das? Lassen uns unsere Freundschaften pflegen. Der beste Schutz gegen das Alleinsein im Alter ist, in jüngeren Jahren Freunde nicht zu vernachlässigen. Nicht wirklich eine große Weisheit, aber trotzdem wichtig. Passen Sie auf sich auf. Bis bald, Ihr Detlef Rühsing. Tschüss.